Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Kraft. Gut, bei The Witcher. Witcher 2. Um genau zu sein. Okay. Schlüssel erforderlich. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Gut. Hier scheint nichts drin zu sein. Ich glaube, hier war etwas. Geralt packt das Schwert weg und jetzt. Okay. Ah, Tür geöffnet. Sehr gut. Dann gehen wir einfach durch, schlachten alles ab und dann sehen wir weiter. Okay. Gut, dann öffne die Tür. Da geht's weiter nach unten. Muss sehen, ob hier irgendetwas. Bäh. Gut. Springen. Es gibt wohl keinen einfachen Weg, oder? Oho. Hallo, schöne Sachen, die das Leben die das Leben schöner machen. Ab ins Weg, kein Feeling. Und jetzt da. Gut, dann halt eben nicht. Bin in der Höhle, die Zweigung zum Lager der Nelfgarder. Gut, machen wir. Ist das ein Troll? Nein. Wegroll! So. Au! So, jetzt stirb. Okay, und jetzt nochmal. Gut, kann man das looten? Ich glaube ja. Okay, da wäre ein Weg für wieder rüber. Aber hier, aha. Okay, hier ein bisschen Staub, ein bisschen von ganzem Zeug. Kurz hier draufklicken und überprüfen, nix. Dann können wir weiter. Eine Mutterhaut. So, und es kotzt mich gerade an, dass es wieder leckt wie Sau. Gut. So. Das ganze Zeug. Was war das? Das ganze Zeug nehmen. Damit wir hier unsere Sachen machen können.
mein Gott, was soll dieses... Mehr ist eure Mutter nicht geboren. Na komm, und bam. Gut. Aha, ein bisschen ein paar Ohren, ein paar Sachen. Aber sonst... Finnische Lederrüstung. Ich glaube nicht, dass die von Bedeutung wäre. So, sonst ist alles friedlich. Ja. Nekrophagenhaut und Nekrophagenaugen. Und um sicher zu gehen, machen wir hier kurz Rambazamba und schauen uns alles genau an. Das sieht mir aus wie der Ort, an dem wir kämpfen müssen. Vielleicht. Okay, im Kampf kann ich nicht aufsteigen. Gut. So. Das hat Probleme mit Laden. Ja. Mein Gott, das kennt doch nicht. Das kann doch nicht die Möglichkeit sein. Okay, wo sind wir? Nichts ist ausgelastet. Also warum dieser Schwachsinn? Gut, haben wir... Ja, jetzt haben wir alles geladen. Wir sind hier, müssen aber hier rüber. Gut, sind das in... Nein, das ist Werner Roschs Lager. Gut, normalerweise sind wir hier drüben. Also gut, dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Ist das... Sollen wir da rein? Oh. Bevor wir das machen, will ich alles unten untersucht haben. So, vielleicht gibt es hier ja noch etwas Wichtiges. Zum Beispiel ein Monster, das getötet werden sollte. Verfluchte Biester. Level aufschieben. Au. Gut. Oh. Habe ich da gerade... Eine Mutterhaut gesehen? Ja. Hey. Oh. Gut. So, hier einmal alles mitnehmen. Immer schön alles mitnehmen. Ah. Hallo, du hässlicher Schandfleck. Wir nehmen einfach alles mit. Zum Glück dampfen die Dinger. Und bevor ich es noch vergesse, kriege ich die falsche Taste. Okay. Energie. Ja.
Axe ist nicht so meins. Was haben wir hier? Und was ist das? Das ist das... Gleichzeitig mit... Ah, zwei Gegner. Interessiert mich nicht. Was ist das? Erdenfrei. Zwei Fallen aufstellen. Ja. Das klingt interessanter. Und Igni. Auf mehreren Ziele. Drei Ziele. Nein, wir machen mehr Schaden mit Igni. Igni ermöglicht eine Erschütterung des Gegners. Igni hatte Flächenwirkung. Ah. Das ist das nächste, was wir in Anspruch nehmen sollten. Oh. So. Mhm. So. Ein Ort der Macht. Magie oder Gefahr? Magie. Oh fuck. Hey, das sind Schwachsinn. Okay, und? Ein Golem. Oh, was geht das denn? Ich wollte nur Elementstein Genius Trophäe. Hm. Du hast zwar jetzt einfach. Zumindest einfacher als ich dachte. Er sollte wohl hier etwas beschützen. Die Frage war nur was? Was war so wichtig, dass man hier einen Golem hinplatzierte? Okay. Zuerst einmal vergleichen wir die Schwerter. Okay, hier. Vitalität und der Rest ist auch besser. Gut. Mehr Rüstung plus Vitalität. Magieschaden ist gleich. Und die restliche Vitalität wird um 2 erhöht. Gut, Genius Trophäe. Und was haben wir im Moment? Rüstung plus. Ich glaube, das ist besser. Und. Hüpf. Dann wird gespeichert. Hm. Okay, was haben wir da vorne? Okay, wir können hier auch wieder raus. Ah. Und dann da schleichen. Aber das wäre nicht schlau, glaube ich. Hier wurde alles schon geplündert. Okay. Dann gehen wir weiter rein ins Dunkle. Okay, was ist passiert? Noch ein Zeichen der Macht. Okay, in diesem Falle. Efrio Nordling, wohin? Zum Botschafter. Mit dem Eisenkram da auf dem Rücken? Ich suche Tress. Hast du irgendwo hier eine rothaarige Zauberin gesehen? Du hast wohl meinen dezenten Appell nicht verstanden, Nordling. Waffen weg! Ich will keinen Ärger. Schillert Fitzösterlin wartet. Mit Nara Ravnevard, Hitmel.
Geralt, ich hoffte, dass wir uns nie wiedersehen. Wir haben ihn aufgegriffen, als er durch das Lager schlich, Exzellenz. Er ist entwaffnet. Esther Garemnit. Ich weiß noch, du hast zu Foltest gesagt, du würdest zur Ungeheuerjagd zurückkehren. Sein Tod hat manches verändert. Ich suche Triss. Triss Merigold ist entführt worden. Die Zauberin, Foltests Beraterin. Ich hörte, sie sei in Wergen. Habe damit gerechnet, sie zu treffen. Aber wenn sie entführt wurde... Jetzt verstehe ich, warum du nicht einfach zusehen konntest. Es gibt auch noch andere Gründe. Man berichtet mir, du hättest dich mit den Skoyatel verbündet. Mit Jorvet höchstpersönlich gar. Ist da was dran? Schon. Dann hast du noch nicht von dem Massaker an Enzeide in der Hydra-Schlucht gehört? Die nördlichen Könige haben vom Kaiser die Hinrichtung der Kriegsverbrecher der Freehead-Brigade erzwungen. Auf der Liste stand auch Jorvets Name. September 1269, die Hydra-Schlucht. Nach dem Frieden von Sintra schlitzt man hier 53 Elfenoffizieren der Freehead-Brigade die Kehlen auf. Ihre Leichen wirft man in den Abgrund. Was die Reiter der Wildenjagd suchen, weiß ich nicht. 23. November 1269, Sintra, das Dorf Kaltwasser. Die wilde Jagd hat ein neues Opfer, einen 11-jährigen Jungen. Den Eltern scheint das nicht viel auszumachen. Bin müde. 24. Februar 1270, ein Pass im Armuschgebirge. Ein Manticore, eines der seltensten und gefährlichsten Monster. Früher hätte ich die Jagd auf ihn als Herausforderung betrachtet. Jetzt ist er nur ein Hindernis. Doch mit seinem Fleisch und Blut werde ich in dieser Eishölle überleben können. 30. Mai 1270, Yaruga. Die wilde Jagd zieht nach Süden weiter. Seit ich sie verfolge, hat sie 23 Menschen entführt. Sie waren alle zwischen 10 und 20 Jahre alt. Außer Yennefer. Wie seltsam. Die Skoyatel werden sich vom Kaiser verraten. Doch das Massaker in der Hydra-Schlucht haben die Herrscher des Nordens veranlasst. Wie fühlst du dich dabei? Ausgezeichnet. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr Zeit widmen kann. Vor mir liegt der lange Weg nach Lochmuin, wo der Rat und die Kammer warten. Aber Triss Merigold kommt wie üblich erst in letzter Minute. Wovon redest du? Die Figur. Er muss sie bei sich haben. Was soll das heißen? Ich möchte dich mit jemandem bekannt machen. Dies ist Vannemar, mein Leibzauberer. Er hat Triss ganz in der Nähe aufgespürt. Sie sollte allerdings in anderer Begleitung sein. Bevor du stirbst, Hexer, kannst du mir erklären, wie du an diese Figur gekommen bist? Ich habe sie gefunden. Ist sie lebendig hier? Dafür wirst du büßen. Ich habe sie gefunden. Ich fand sie bei der Leiche eines Mannes. Du hast seinen Auftrag vollendet. Zum Ruhme des Kaisers. Triss hilft uns, die Verräterinnen des Kaiserreichs zu finden und zu verurteilen. Ich weiß nicht, ob du Tarvik getötet oder nur tot aufgefunden hast. Das ist allerdings auch egal. Ich will keinen exekutieren, den der Kaiser selbst begnadigt hat. Aber mir bleibt keine andere Wahl. Vannemar, wenn ihr mit ihm fertig seid, dann bestellt Cynthia meinen Glückwunsch. Philippa Eilhardt hereinzulegen ist eine echte Leistung. Leb wohl, Hexer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist ein guter Platz.
Bist du bereit, Geralt von Riva? Natürlich. Natürlich. Ein Zweikampf mit dir wäre mir lieber, aber der ist uns wohl nicht mehr vergönnt. Gut, dann gibt's doch einen Zweikampf. Also zuerst mal den Zauberer. Aber zuerst einmal. Ich will nicht hier sein, so wie es jetzt ist. Moment, schnell speichern. Wir haben ja vorher gespeichert, aus genau dem Grund. Falls wir deshalb erwischt werden. Gut. Okay, hier können wir also nicht weiter. Gut, geht zum Lager der Nilfgaarder. Dass wir Triss dabei haben, ist, nennen wir es mal Scheiße. Okay, gut. Das hier sagt mir zum Beispiel nichts. Nur ein Hammer. Neue Fertigkeit, Pyromane. Okay. Gut, dann müssen wir versuchen, durchs Lager zu spazieren, ohne irgendjemand zu alarmieren. Ich will sehen, was passiert, wenn wir einfach ohne ein Blutbad, ohne nix, ohne Niette einfach da reinschaffen. Verschlossen. Gut, wenn das so ist. Wenn das so ist, laden wir halt. Wo ist Triss? Dann halt so. Efrio Nordling. Zum Boot. Mit dem. Ich gehe unbewaffnet. Ich will keinen Ärger. Schillert Fitzösterlin wartet. Mit Nara Ravneva. Wir haben... Ich weiß noch... Überspringen? Ja, das haben wir alles schon gesehen. Okay, wir haben... Diese... Ausgeht. Tut mir leid. Vor... Wovon? Die... Bevor du stirbst. Ich habe sie gefunden.
Ist sie lebendig? Ja, fragen wir das. Was hat man ihr angetan? Ihr geschieht nichts, Geralt. Sie hört nichts, sieht nichts, spürt nichts. Aber sie lebt. Triss hilft uns, die Verräterin. Ich weiß nicht, ob du Tarvik getötet. Ich will. Warte mal, wenn ihr mit ihm fern. Lebt ja. Wohl. Okay. Gut, sie hauen ab. Und lassen uns einfach so zurück. Das ist ein. Bist du. Natürlich. Natürlich. Ein Zweikampf mit. Ja. Gut. Menin Aide Thea. So. So, hallo, mein Freund. Hi. Ah, verdammt. So, erst einmal du, dann du. Hier, stirb. Okay. Von hier. Ha, fast wie früher. Ich habe seit Jahren keinen Nilfgaarder mehr erschlagen. Gut, gut. Bist du also in die Klemme geraten? Das dachte ich mir. Sie haben Triss mitgenommen. Gut, dass du da bist. Du bist gut darin, mich rauszuhauen. Schillert hat Triss. Sie nehmen sie mit nach Lokmuin. Jetzt verstehe ich diesen Aufruhr. Botschafter Schillert entführt Foltests ehemalige Beraterin. Das stinkt gewaltig, Geralt. Offenbar wollen auch die Nilfgaarder bei der Neuschaffung der Kammer dabei sein. Ich gehe auch hin. Ich brauche Triss, um den Mörder zu finden. Worum geht es in Lokmuin? Was passiert in Lokmuin? Eindeutig mehr, als ich dachte. Sheila hat das Versteck der Attentäter gefunden. Sie haben sich hier in den nahen Schluchten versteckt. Detmold hat seine Leute hingeschickt, aber Foltests Mörder ist entkommen. Zwei andere Hexer haben ihn gedeckt. Einen haben wir lebend gefangen. Bevor er starb, hat er bekannt, dass unser Kraftpaket nach Lokmuin gefahren ist. Die Magier wollen den Rat und die Kammer auferstehen lassen, die früher alle Zauberinnen und Zauberer des Nordens repräsentierten. König Radovid von Redanien will erscheinen. Und da Lokmuin in Kedwin liegt, kommt Henselt sicher auch. Aber eine Delegation aus Nilfgaard? Triss, Nilfgaard, Radovid, etliche Zauberer und ein Königsmörder. Reichlich Pilze in der Suppe. Da ist noch etwas, Roche. Ich muss Henselt treffen. Wozu? Denkst du, ich will ihn töten? Du meinst wohl, ich will ihn umbringen. Wenn ich dich für den Königsmörder hielte, wärst du schon nicht mehr am Leben. Wenn ich das nur nicht bereuen muss. Henselt müsste in seinem Zelt sein. Ich lenke die Wachen ab. Du bist auf dich allein gestellt. Ich stehe in deiner Schuld. Das ist gar nicht mehr lustig, Geralt. Und? Bist du bereit? Zuerst will ich noch das Lager der Nilfgaarder prüfen. Gib mir eine Weile. Ich durchsuche Schillerts Lager. Genau. Beeil dich. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.